Ja, damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bier, begrüße euch ganz herzlich und freue mich natürlich, dass ihr wieder einschaltet zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal. Ich muss eine kleine Korrektur hier angeben, und zwar nämlich das Spiel, was wir gestern gespielt haben, Metro Sim Hustle. Das war nicht von Kischmisch Games, sondern von Departed Interactive, ja. Also nur, dass wir das hier nochmal richtig stellen. Der Metro Simulator 20, den wir jetzt spielen heute, der ist von Kischmisch Games. Und den wollen wir uns heute mal direkt mal anschauen. Ja, das Ganze spielt wohl irgendwo in Russland, Moskau, da hinten so die Ecke. Und dort sind wir auch als U-Bahn-Fahrer tätig. Und ich bin mal gespannt, wie sich das Ganze spielen lässt. Das Ganze kommt natürlich mit der Unity Engine und ich hasse sie. Aber soll jetzt nicht uns jetzt so groß stören. Ich bin mal gespannt, was das ganze Spiel hier bietet. Das kostet 19,99 € auf Steam. Das ist gar nicht so günstig. Ich habe irgendwas mit 10 Euro im Kopf gehabt. Musste gerade nochmal selbst jetzt nochmal reinschauen. Ich bin mal gespannt, wie ihr das Ganze findet und ob ihr das natürlich selbst eventuell schon spielt oder vielleicht schon mal davon gehört habt und irgendwie vielleicht wieder zurückgegeben habt oder irgendwie, denn nutzt dann die Kommentarfunktion, schreibt es unten rein. Mich würde mal interessieren, was ihr dazu sagt. Als erstes können wir natürlich hier Start, Option, Autorin verlassen. Ja, wir wollen natürlich erstmal auf Start gehen und hier haben wir dann die Möglichkeit, den Zug zu kontrollieren, also ein Tutorial zu machen, eine freie Fahrt oder ein Szenario. Die Steuerung ist ein bisschen sehr fragwürdig hier. Von daher, ich würde einfach mal sagen, springen wir erstmal zumindest in das erste Tutorial rein, um uns erstmal anzugucken, ja, wie funktioniert das Ganze denn, ja? Und wenn dann hoffentlich denn, ja, ein bisschen mehr lernen und ihr könnt euch schon mal den ersten Einblick dann irgendwie so erhaschen. Vielleicht schaffen wir dann noch ein kurzes Szenario oder sowas. Müssen wir mal gucken. Also los geht's. Sie bekommen nicht nur ein Bußgeld, wenn sie zu spät sind, sondern auch dann, wenn sie zu früh sind. Na, das ist ja für mich immer ja besonders schlecht. Ihr seht es auch schon, ne, das ist alles schon irgendwie so angehaucht, ne, mit diesen ganzen Tunnels und so. Wie gesagt, die Unity Engine, ich mag sie nicht, ja. Also viele Simulatoren basieren auf der Unity Engine. Und wahrscheinlich ist das auch der Grund, weil man sie halt einfach schlecht benutzt, mag ich sie halt einfach denn nicht, ja. Die Engine an sich bietet wahrscheinlich schon echt eine ganze Menge. Aber wie gesagt, die Großteils der Simulatoren, die hier so mittlerweile auf Steam erhältlich sind, wurden mit der Unity Engine gemacht. Willkommen beim Metro Simulator 2019. Ja, hier steht 2019. Heute nennen wir das Fahren des Zuges. Wir betrachten die grundlegenden Bedienelemente mit dem Rückwärtsschalter, dem Zugfahren, dem Steuern des Autoinformers, dem Öffnen von Türen und so weiter. Wir werden auch zur Station Lomonossowski Prospekt fahren. Alles klar. Es gibt zwei Möglichkeiten, mit Tasten und Schaltern in der Kabine zu interagieren. Erstens, Sie können den Schalter einfach finden und die linke Maustaste drücken. Zweitens, Sie können auch die entsprechende Taste auf Ihre Tastatur drücken. Sie können Tastenkombinationen jederzeit in den Einstellungen ändern. Sie können auch die Rücktasten drücken, um den Mauszeiger anzuzeigen. Zuerst müssen wir die Batterie einschalten. Suchen Sie nun die Batterieschalter und klicken Sie mit der linken Maustaste drauf. So, jetzt müssten wir uns hier umgucken. Jetzt könnten wir hier nach hinten einfach draufdrücken oder wir drücken einfach die Taste B. So, lassen Sie uns den Autoinformer einrichten. Ja, hier sehen wir den Autoinformer. So, er spielt Namen von Stationen für Passagiere. Denken Sie dran, dass Sie es rechtzeitig aktivieren müssen. Wenn Sie dies nicht tun, erhalten Sie nicht genügend Punkte, um das Szenario abzuschließen. Rechts neben dem Autoinformer-Fenster sehen Sie Pfeilschaltflächen. Wählen Sie die Route Nummer 77 Petrovsky Park Remenki mit diesen Tasten. Achten Sie darauf, dass Sie, wenn Sie sich auf dem ersten Track bewegen, die Schaltfläche Routenauswahl drücken sollten. Drücken Sie die Taste, um zu sehen, dass die Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet ist. Drücken Sie die Taste Beginnen. Sie befindet sich links vom Autoinformer-Bedienfeld. Ja, alles klar. Also, wir sollen hier drauf drücken, Routenauswahl. Jetzt kann man hier irgendwie mit den Pfeiltasten interagieren? Das funktioniert hier irgendwie bei mir nicht. Warte mal, so. Jetzt haben wir es gemacht. Nun sehen Sie eine Liste der Stationen auf dem Autoinformer-Bildschirm. Sie müssen auf Aufnahme abspielen drücken, um sie abzuspielen. Oder Sie können I auf der Tastatur drücken. Diese Schaltfläche ist übrigens zusammen mit einigen anderen wichtigen Schaltflächen im Bedienfeld dupliziert. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Петровский парк.
The next station is Petrovsky Park. Wenn Sie versehentlich eine Aufnahme zu früh abgespielt oder verpasst haben und Sie zur nächsten Aufnahme wechseln müssen, können Sie die gewünschte Aufnahme mit den Pfeiltasten rechts neben dem Autoinformer auswählen. Aha. Gut, nun fahren wir von der Station Ramenki zur Station Lomonowski Prospekt auf der zweiten Spur. Wir haben diese Route bereits ausgewählt, aber jetzt wird sie rückwärts abgespielt. Lassen Sie uns den Vorgang also abbrechen, indem Sie die ESC-Taste rechts neben den Autoinformer drücken. Schauen Sie sich den Bildschirm ganz links auf dem Panel an. Dort können Sie Bilder von Kameras an der Seite des Zuges sehen. Unter diesem Bildschirm befinden sich Schaltflächen, mit denen Sie zwischen die Kameras wechseln können. Wahnsinn. Die anderen vier können wir nicht benutzen. Sie können die allgemeine Kamera auch bei der Taste C ändern. Sie können die Passagierkamera bewegen. Okay. So, mal mit C drücken. Okay, jetzt ist es Zeit, den Zug in Bewegung zu setzen. Zuerst müssen Sie die Bewegungseinrichtung einstellen. Sie können dies mit dem Umkehrregler Left Control auf der Tastatur tun. Er hat drei Positionen, neutral, vorwärts, rückwärts, Position vorwärts auswählen. So, ja, das lese ich jetzt alles hier nicht durch. Das ist jetzt bloß die Regelung, wie das Ganze... Oh, jetzt ist meine Maus hier hinten verschwunden. Wie das Ganze jetzt funktioniert hier mit der Geschwindigkeitsbeschränkung. Eine der wichtigsten Aufgaben eines jeden Lokführers ist es, den Zeitplan einzuhalten. Sie sehen drei nächste Stationen auf Ihrem Tablet. Dort können Sie auch die aktuelle Uhrzeit, Ihre Punktzahl und Meldungen über Bußgelder anzeigen. Zum Beispiel das Ankündigen des Senders, das rote Licht und so weiter und das Hinzufügen von Punktzahlen. Bewegen Sie die Kontrolle vorwärts. Was machen wir? So, und wir sollen natürlich jetzt auch halten. So, lassen Sie die Türen öffnen. Ja, genau, also mit der Taste R. So. Achso, nee, das war jetzt F, ne? So, und jetzt F. Das ist komplett kompliziert, diese ganze Steuerung, ja, mit diesen Türsteuerungen. Also das ist... spielen Sie die Autoinformer ab, Sie sollten die Aufzeichnung... Можно двери закрываются. Следующая станция Ломоносовский проспект. The next station is Ломоносовский проспект. Уважаемые пассажиры, в вагоне поезда держитесь за поручни. Na gut, ab zur nächsten Haltestelle. Ja.
bisschen zu doll gebremst. Oh. So, das war jetzt wieder, also R, E. Was macht er jetzt? Spielt sein Auto in Form ab? Stanze Lomonosowski Prospekt. This is Lomonosowski Prospekt. Es blickst du nicht durch. So, wir haben die Lektion aber auf jeden Fall abgeschlossen. Im Metro Simulator 20. Also das blickst du nicht wirklich durch. So, wir können ja mal ganz kurz nochmal hier reingucken. Machen Sie sich mit der Linie vertraut. Da kriegst du praktisch so einen Einblick halt in ja, die Strecke. Menschlicher Faktor, gibt es einen neuen Zug. Ein Teil von Big Coltis Java und Morgenroute. Und sonst haben wir hier bei freier Fahrt natürlich die Möglichkeit, hier einfach zu machen und zu tun, was wir wollen. Es gibt auch ein Repaint-Paket für den Metro-Simulator. Ich glaube, der kostet 1,99 €. Da habt ihr verschiedene Repaints. Und jetzt in dem letzten Update oder in dem großen letzten Update ist es jetzt auch möglich, als Passagier sogar mitzufahren. Also ihr müsst nicht mal selbst jetzt hier U-Bahn fahren, sondern könnt euch jetzt einfach hier reinsetzen und dann könnt ihr selbst euch das Ganze angucken. Das sind auch die ganzen Haltestellen, die wir hier haben, so in dem Spiel. Also nur, dass wir das mal so gesehen haben. Das Problem ist, dass ich selbst noch nicht wirklich verstanden habe, wie das mit dem freien Fahrt funktioniert. Ja. Das Problem ist, dass wir halt Weichen legen müssen, aber ich permanent halt ein rotes Signal habe. Ich weiß nicht, ob das so geplant ist oder so. Keine Ahnung. Ihr könnt jetzt in Ramenki anfangen, nach Raskatsovka oder sowas. Haben die Möglichkeit, jetzt hier noch einen Train auszusuchen. Ja, einmal von Oka, einmal nach Moskau, also einmal mit dem Zug Oka oder einmal mit dem Zug Moskau. Ja, das sind zwei verschiedene. Hier oben haben wir den Fahrgastmodus und den können wir uns ja ruhig mal anschauen. Damit wir das dann auch mal alles so haben, wie das Ganze dementsprechend so funktioniert. Von daher, joa, schauen wir uns das mal an. Mal gucken, ob die KI pünktlich ist. Ne? Also das wäre ja schon mal was. Also wie gesagt, für 1999 ist mir das doch ein bisschen wenig Content, das was hier so geliefert wird. Ich meine, es sieht schick aus. Wie gesagt, also wir haben natürlich jetzt nicht nur den Dings-Simulator hier, den U-Bahn-Simulator, sondern wir haben hier auch noch einen Bus-Simulator, den wir uns so anschauen werden. Aber ich finde allein schon die Menschen total gruselig. Also, da muss man sagen, also ein Hoch auf die Omsi-Figuren, ne? Also, muss ich persönlich sagen. Warum fährt ein Arzt so rum? Na, ja, das ist, okay. So, natürlich können wir nichts davon lesen, weil wir sind ja hier nur ein Touri. Scheint ja auch ein heftiges Gespräch zu haben, wa? Ohne Handy. Ja, wo kommt denn unsere U-Bahn? Okay. Ich glaube, der hat so viel Matrix geguckt oder sowas. Agent. Wie hieß er noch? Oh, hab ich vergessen. Oh. Ah, okay. Wir fallen einfach raus. Nee, wollte gerade sagen, sehen wir da die Uhr, wann er zukommen sollte? Oder. Gut, also das ist. Eine Marke mit einem Loch wurde 1935 hergestellt. Die erste Münze in Form von Münzen für Drehkreuze wurden im selben Jahr hergestellt. Sie hatten ein Loch, weil es leichter war, sie mit Münzen zu verwechseln.
Станция Раменки. This is Раменки. Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Мичуринский проспект. The next station is Мичуринский проспект. Уважаемые пассажиры, будьте взаимно вежливы. Ага. Уступайте места инвалидам, пожилым людям, also, das пассажирам ich auch с детьми können. И беременным женщинам. Achso, jetzt geht's los. Eine Zugfahrt, die ist lustig. Eine Zugfahrt, die ist toll. So. Ja. So, wer noch nie halt im Leben mit der U-Bahn gefahren ist, so sieht's aus. Nichts. Ja. Boah, wie lange fahren wir denn hier? Das ist ja ein langes Stück. Oh, ob wir auch so eine Münze finden oder sowas. Станция Мичуринский проспект. This is Мичурин. Пассажиры, в вагоне поезда держитесь за поручни. Ja, aber... Осторожно, двери закрываются. Следующая станция Озерная. Station is Озерная. Mm-hmm. Huch, draußen ist ja hell. Das ist natürlich cool hier. Dass hier so rausgucken kannst. Oh, was ist denn das hier? Hallo, hallo. Ja, gut. Das ist also der Metro-Simulator. Also nicht nur selbst fahren, sondern auch mitfahren ist möglich. Wahnsinn. Für 19,99 €, doch finde ich ein bisschen zu viel Geld. Es gibt noch eine U-Bahn-Simulation, die wir uns anschauen werden. Also die ist, glaube ich, deutlich günstiger. Ich glaube, die kostet nur die Hälfte oder sowas. Und bietet eigentlich fast das Gleiche, was hier Kischmisch Games hier bietet. Aber so viel mal dazu. Ihr könnt ja gerne mal so in die Kommentare posten, wie ist das was für euch? Würdet ihr euch das jetzt kaufen? Oder denkt ihr so eher so, nee, gar nicht. Hier, das ist zum Beispiel die andere hier, die wir hier dabei haben.
Dann nutzt dazu die Kommentarfunktion, schreibt unten rein, mich würde das mal interessieren. Und ja, hoffe, euch hat dieses kleine Video zu Metro Simulator 20 gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da, schreibt es in die Kommentare. Und ich freue mich natürlich, wenn wir uns dann hoffentlich zum nächsten Video hier wiedersehen. Ja, morgen mit mal was anderem vielleicht oder doch noch ein U-Bahn-Video. Lasst euch überraschen. Und sonst verabschiede ich mich, bedanke ich mich und dass ihr dabei wart. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Tschüss.